Ich habe mir letztens Sachen anhören müssen und sagen, ey, du bist Darth Vader. Das ist super. Ich glaube, viele wissen nicht, wer der Kylo Ren ist. Hi, erstmal ist der Mike nochmal ganz kurz. Durch ein kleines Informationsvideo für Leute, die sich da nämlich nicht auskennen, habe ich gedacht, mach mal ein Video, wer das ist. Mich haben jetzt viele, wo ich auch jetzt jemand Smoking ist und sonst hat gesagt, er kannte die Person auch nicht und deswegen will ich auch gerne noch mal ganz allen Leuten sagen, die nicht wissen, wer das ist. Kylo Ren war früher Ben Solo. Ben Solo ist der Sohn von Han Solo und Prinzessin Leia. Ne? Die haben ja beide sich ja Episode 6 verliebt, haben einen Sohn bekommen, wollten großziehen. Luke Skywalker wollte ihn als Jedi erlernen, hat einen Jedi-Tempel aufgemacht. Ben Solo ist der Neffe von Luke Skywalker und wollte ihn als Jedi zu sich nehmen, wollte alles ihm erlernen. Als er älter wurde, wurde der zur Dunkelseite Macht gezogen und hat Luke Skywalker verraten, hat den Jedi-Tempel vernichtet, hat sehr viele jüngere Jedis umgebracht. Teile hat er vielleicht behalten, die zu ihm gezogen geworden sind. Und deswegen wurde er dann zum Kylo Ren. Also wie gesagt, Kylo Ren ist immer noch, also Kylo Ren ist, Ben Solo ist eine gleiche Person, nur er heißt jetzt Kylo Ren. Wie gesagt, ist Sohn von Han Solo, Neffe von Luke Skywalker und der Enkel von Darth Vader. Und deswegen möchte er Darth Vader imitieren, nachmittend auch das, denke ich, auch diesen Helm. Und deswegen, Ben Solo hatte auch ein anderes Lichtschwert gehabt, dieses hier, aber es hatte nicht diese Dinger dran gehabt, es war komplett in Silber und hat einen blauen Kristall gehabt, Kyberkristall. So, der wollte aber einen roten haben. Und wie ich gehört habe, auch von anderen YouTuber, dass dieser Kyberkristall, den Rot, der sich, glaube ich, synthetisch, glaube ich, selbst gemacht hat, hat einen Sprung gehabt. Wurde ist beschädigt gewesen. Irgendwie durch irgendetwas ist hat er einen Riss bekommen und durch diesen Sprung ist diese Klinge instabil. Das heißt, wenn die Klinge ausfällt, knistert so, man sieht es ja auch in Episode 8, wie der im Kämpfen ist und diese ganze Knisterzeit und sonst was. Warum ist das so? Wenn er das Schwert zündet, wird der interne Kristall aktiviert, bekommt seinen Entsprung, wo die Klinge ausgefahren wird. Aber da kommt so eine überschüssige Hitze, die ja aus diesen Dingern hier ausentweichen muss. Sonst wird dieses Ding explodieren. Und deswegen glaube ich auch diese Öffnung hier vorne drin. Ich denke, das war schon mal irgendwie so eine Ausentgase. Müsst ihr euch vorstellen, wie eine E-Zigarette, die auch von irgendwas passiert, wegen große Hitze, denke ich mal. Und deswegen sind diese zwei, ich sage immer, Parierstangenkamine, nenne ich das so. Weil die Sachen, die rauskommen, sind Parierstangenklingen. Und das ist die überschüssige Hitze, die entweichen muss. Und damit diese Klinge hier oben überleben kann und kämpfen kann. Ich denke mal, ein sehr enorm heiß, weil dieses Hauptgehäuse, wie man so im Film sieht, tut leicht rot glühen. Ich denke mal, das wird schon so enorme Hitze sein, aber es ist ja auch ein sehr mächtiger Klingenbruch. Und deswegen ist das so alles so ein bisschen abgenutzt aussehen nach der Hitze. Ich denke mal, diese Legierung bei Star Wars, ich denke mal aus Durastal oder Freak-Legierung und sonst was, ist es vielleicht auch hergestellt, damit diese Hitze auch, also dieses Material, das aushalten kann. Und deswegen, also die Materialien sind aus der Star Wars-Reihe. Aus der Science-Fiction-Serie. Und deswegen ist dieses Schwert so gemacht. Dieser Kabel ist vielleicht auch so wegen einer Hauptbatterie vielleicht, um diese Energie zu halten. Und deswegen sieht das Schwert so aus. Und deswegen, also diese Kimmen sind keine Lichtschwerter, ne? Es sind also Parierstangenklingen, überschüssige Hitze, die entweichen muss, damit man mit dem Schwert überhaupt kämpfen kann. Und deswegen sieht das so aus. Ihr müsst gucken, Ben Solo. Guck mal, googeln Ben Solo Lichtschwert. Ben Solo. Dann seht ihr, wie das Feuer aussah. Dann seht ihr auch, dass Ben Solo Schwert und das Kylo Ren direkt nebeneinander. Damit ihr seht, aha. Jetzt verstehe ich das, wo mein Schwert so aussieht. Und deswegen ist das so. Also wie gesagt.
Kylo Ren ist die Verwandtschaft von Luke Skywalkers Familie. Nur er ist Kylo Ren. Ja, wie ihr das gehört habt. Und deswegen ist es auch kein Darth Vader. Er will kein Darth Vader sein, so wie Darth Vader. Aber er weiß nicht, wo er hingehört. Manchmal hat er immer noch die helle Seite in sich, wird zu sich gezogen und sonst was. Und ist das halt so. So. Ich hoffe, ich konnte einige Leute, die sich da nicht auskennen, helfen. Mich hat einer mal hier gefragt, was meinst du, wie heiß so eine Klinge ist? Kann man so nicht sagen. Also ich sag mal, bei 1500 Grad Celsius schmilzt der Stahl. Und ich weiß nicht, wie heiß so ein Schwert ist. Aber ich denke mal zwischen 1,5 und 2000 Grad wird schon so eine Klinge heiß sein. Aber die Klingehitze ist ja innen drin. Also das kann man so schwer erklären. Das ist ganz, ganz. Das kann ein Physiker besser erklären wie ich und warum das so funktioniert. So, dann weichen wir uns wieder weg und deswegen sage ich jetzt euch allen einen schönen Abend. Wenn euch das Video gefallen hat, die Erklärung über das mal hier, über wer das ist, würde ich mich freuen. Daumen hoch. Vielleicht doch dazu ein Abonnentchen. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video wieder. Euer Mike und tschüss.